eigentlich eine gute Stelle. Ich glaube, in Niger habe ich das nämlich auch gemacht. Und das ging eigentlich richtig gut, weil mit Niger geht das in solche Quests eh immer am besten. Und ich weiß auf jeden Fall, dass die Feuernixe, nee, die Feuervivis, ja, sehr bescheiden gedroppt haben. Wir brauchen ja nur eine brennende Flosse. Und ich weiß es auch, wie es aussieht, wie die Eisvivis im Mondscheingrab, ne? Dieser Loot, die Eiszapfen oder das Eis, was man da einsammeln muss. Und naja, so. Ja, ich meine, rote Federn, das geht eigentlich. Ich werde mal jetzt mal weitergehen, damit wir ein bisschen Abwechslung haben, wie gesagt. Und ja, ich muss mal gucken. Eigentlich hatte ich in der letzten Aufnahme gesagt, dass ich jetzt eigentlich ordentlich aufnehmen werde, aber leider, wie das halt so ist, hat es nicht ganz so gut geklappt, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und ich versuche halt mein Bestes draus zu machen und naja, egal. So, haben wir zwei, drei Inventarplätze, sehr schön. Weil die können wir gut machen. Die geben auch relativ viel Erfahrungspunkte und es gibt sehr, sehr, sehr viel davon, wie ihr seht. Das ist immer sehr gut, hilfreich vor allem. Und mal gucken, ob wir denn 35 Steine allmählich zusammenbekommen. Ungeöffnete Karte, sehr schön. Magma, oh, haben wir auch schon Magmaton. Egal. Gut. Gehen wir mal weiter, weil. Oh, die sind auch ganz gut, weil die droppen nämlich auch Bossies. Also Bosswaffen. Was ganz cool ist. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir welches finden. Wäre auf jeden Fall richtig nice. Oh. Oh, das ist nicht gut. Oh, scheiße. Gut, ich würde sagen, mega ärgerlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder da bin. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Zwar noch nicht in der lodernden Mine, aber wir brauchen, wie ihr seht, Magmatons. Und weil ich eh auf dem Weg war zu der lodernden Mine, wie gesagt. Übrigens, buffen habe ich mich jetzt auch lassen. Ja, mega ärgerlich alles, aber naja, die 1%, die holen wir auch wieder rein. Wir haben halt jetzt immer noch 35%. Ich weiß gar nicht, ob wir davor 36% hatten, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber egal, schade um die ganzen Bass, ne? Mega ärgerlich, aber kann man nicht machen, kann man nicht ändern. Und wir versuchen jetzt hier mal ein paar von denen auszuschalten. Juwelenbäume möchte ich gar nicht machen, also die jucken mich gar nicht, sag ich mal. Ich will ja eigentlich ja nur die Magmatons, aber ich hoffe mal, den brauchen wir nachher auch. Ich weiß gar nicht, welche Quest das war, aber den dicken brauchen wir auch noch. Habe ich eigentlich gar keinen Bock, weil das wieder so ein Gegner ist, den man gar nicht alleine schaffen kann. Aber gut, da kann ich mich noch genug darüber aufregen. Egal, es wird halt nicht besser. Gut, dann reinigen wir mal kurz den brennenden Fels, ne? Und ja, versuchen unser Glück wieder bei den Minen, Flammenminen, Maulwürfen. Oh je, hoffentlich kriegen wir das hin. Ja, ich denke mal so, die Flammen, also die Minenmaulwürfe werde ich auf jeden Fall fertig machen, die Quest. Rote Nixen halt nicht und eventuell Lava-Vivis. Vielleicht kriegen wir das hin, Lava-Vivis. Den Drop, die Anzahl von den Kills, die kriegen wir so oder so fertig. Gar kein Problem. Sollte es halt darstellen, nicht darstellen, ne? Und ja, mal sehen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell sterben. Siehst, die Steine brauchen wir auch noch. Vielleicht mache ich das auch noch, weil wir haben jetzt noch also deutlich mehr Heilpunkte. Was ja sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und ja, vielleicht sollten wir da weitermachen. Und ja, uns mal versuchen an diese Quest. Weil ich sag mal, wir haben ja schon zwei Stück von 35. Das geht eigentlich. Sollte eigentlich kein Problem darstellen. Aber gut, hat man ja gesehen, ne? Ja, ihr seht auch, ich habe nicht alle Buffs reingehauen. Die ich habe, also vor allem hier Furo und so. Finde ich halt mega schade, weil, wie ihr wisst, habe ich die ja halt geschenkt bekommen und
Ja, weiß ich nicht, ob ich nochmal die Gelegenheit bekomme, von ihm halt das Geschenk zu bekommen. Weil ich glaube, verkaufen tut das ja eh keiner. Sonst muss ich mal gucken, ob mein Jäger noch welche hat. Sonst nehme ich halt von ihm die weg. Weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich den Jäger jetzt nochmal spielen werde. Deswegen, egal. So, und auch diese Quest haben wir fertig. Sehr gut. 35% immer noch. Aber egal. So, ja. Ja, 75er Set wäre auch ganz geil gewesen, aber das Geld spare ich mir lieber und hoffentlich kriegen wir für das Set, also kriege ich für das Set relativ viel, weil das eigentlich sehr gut sein soll, ne? Ich habe mal rumgefragt und naja, jetzt einen genauen Preis, das wurde mir halt nicht gesagt, aber mir wurde halt versichert, dass es nicht allzu wenig sein wird. Warte mal, ich muss mal was gucken. Geben die eigentlich einen Fortschritt für die eine Quest? Nee, natürlich nicht, was dämlich ist, weil, naja, ergibt ja keinen Sinn, das sind ja dieselben Monster. Haben ja eventuell den anderen Namen, aber naja. Egal, so. Haben wir einen neuen Titel? Wir können mal gucken. Kinderquest-Anfänger sind wir? Oh, sehr schön. Och, ich bin verträumt, ey. Das gibt's ja nicht. Verzeiht mir. So, Gordon habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Könnte man ja um 1 Uhr machen. Oder versteckte Mine um 5 Uhr morgens. Oh je. So. Ich hätte ja auch cutten können eigentlich, ne? Also ich will auch versuchen bei den besonderen Videos, also wurde halt auch vorgeschlagen oder die Ange also als Anregung halt vorgegeben, sag ich mal. Und zwar mehr Schnitte, ne? Also habe ich mir überlegt, ja, kann ich gerne machen, gar kein Problem. Nur bei diesen normalen Videos, Let's Plays, ich habe keine Zeit dafür und nicht, also es das heißt ja nicht, dass ich jetzt keine Zeit investieren möchte, ne? Das stimmt auf jeden Fall nicht. Also ich möchte schon gerne Zeit investieren, aber ich habe halt derzeit einfach nicht die Zeit dafür, ne? Und deswegen kommt das halt ein bisschen unprofessionell vor. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht allzu sehr schlimm, also übertrieben, also ihr wisst schon. Wenn ich halt mehr Zeit finden würde, dann würde ich sie auch nutzen, ne? Weil ich möchte halt auch noch gerne andere Projekte halt bringen. Schaff's halt einfach nicht. Ich gebe mir halt große Mühe, dass ich das machen kann, also hinkriege. Aber naja. Ist halt nicht so einfach für mich. Für andere schon, für mich aber nicht, leider. So, Flammen, Maulwürfe haben wir auch fast fertig. Sehr gut. Und okay, das war Fail. Egal. So, danach könnten wir eigentlich auch. Könnten wir auch mal. Ne, beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall die ganzen Quests abgeben. Weil wir sehr viele haben. Ne? Und ja, ich will auf jeden Fall noch davor das Verlies fertig kriegen. Weil das ist mir sehr wichtig. Weiß auch nicht warum. Aber die Questreihe mag ich halt eigentlich ganz gerne. Und warum denn nicht zu Ende bringen? Guck mal, Lavi-Vivis haben wir gar nicht mehr so viele. Deswegen werde ich nochmal die schnell machen. Und danach noch. Rote Federn. Ja, ich weiß, wo wir hingehen. Wir gehen jetzt Richtung da, wo wir gestorben sind. Ja. Weil ich mich rächen möchte irgendwie. Weil war einfach ziemlich blöd. Naja, egal. So. Jetzt haben wir aber schon 30%, also 12 von 40 ist gar nicht mal so übel. Und die heißen Steine kriegen wir auch schon irgendwie. Lebenslang T3. Nice. Sehr schön. Haben wir hier auch T3 Trinke? Yes. Sehr gut. Gut, 3 von 35. Das wären auf jeden Fall noch viel, viel mehr. So. Hier sind wir gestorben. Nee, da hinten sind wir gestorben. Das waren einfach viel zu viele. Habe ich mich einfach überschätzt. Egal. So. Ja, und heute rede ich auch ein bisschen leiser, wie ihr mitbekommt, weil ich ja nicht alleine in der Wohnung bin. Und deswegen.
Ihr kennt das ja von den einen Session, sag ich mal.